Okay, schauen wir uns mal den Bericht kurz an. Ich habe schon ein paar Berichte, wenn ich das so sehe. Codename der Quelle: Scoundrel. Bericht eingereicht von Detroit Detective Raymond Mac. Scoundrel behauptet detaillierte Kenntnisse über die Straßenszene sowie mehrere Morde während der Rennen zu besitzen. Abgleich mit offenen Fällen von fahrlässiger Tötung noch ausstehend. Scoundrel gibt an, dass mindestens einer der Fahrrivalen kurzerhand tötet. Das Motiv für diese Morde ist unklar. Scoundrel gibt an, mit Schlüsselfiguren der Szene befreundet zu sein, kann diese Behauptung aber nicht belegen. Der Verfasser dieses Berichts bleibt skeptisch. Aber schon mal gut, dass wir jetzt in der Rennszene sind. Und dann gibt es hier noch ein Upgrade auf der Polizeiseite. Wei kann Schusswaffen, Träger kampflos entwaffen, haben wir schon. Hat Wei eine Schusswaffe in der Hand, können sie in Zeitlupe zielen. Actionausstieg: Wei kann in Zeitlupe zielen, während er bewaffnet von einem Fahrzeug springt. Brauchen wir natürlich alles eigentlich noch nicht, da wir noch keine Waffe haben. Aber da sagt ja mal niemand nein. Okay, jetzt können wir hier überall Rennen fahren. Können wir noch ganz kurz die hier oben fertig machen. Oder vielleicht gibt es hier irgendwo noch was Interessantes. Das sind mega viele Leute. Die bewachen doch bestimmt hier. Irgendwas. Ein Tresor, den ich schon habe. Wow. Danke. Für nichts. Okay, komm. Ein Rennen können wir noch machen, ganz kurz. Ist zwar dann wahrscheinlich ein illegales Straßenrennen. Was so viel bedeutet wie, es hat Verkehr. Denke ich mal zumindest. Hallo, hast du was Schönes anzubieten? Stufe 3 und 4 benötigt, okay. Oh, das ist ein Motorrad drin. Okay, mit dem Polizeibike. Gar nicht auffällig. Yo, überfahrt einfach die Frauen. Wow. Was? Oh, wie die fahren. Junge. Ich glaube, mein Polizeibike macht ihn zu schaffen. Die haben wahrscheinlich Angst vor mir. Ey. Die fahren wie
Säue. Wie betrunkene Leute waren die. Oh shit. 18% erledigt. Das ist ein Tresor, dort hinten waren Schrein. Ich glaube, das wird schwierig zu gewinnen werden. Abkürzung. Seid selber schuld, wenn ihr die nicht nehmt. Ich habe ein bisschen Abstand, habe ich ein bisschen. Hier ein Abstand. Ich darf es ja nicht versauen. 40% erst. Alter, was ist das für ein langes Rennen? Also ich glaube, ich hätte dort schon abkürzen dürfen, oder? Nicht, dass es da nicht gezählt hat. Aber wir fahren hier überall durch. Oh, oh, ganz knapp. Was wäre passiert, wenn ich es nicht geschafft hätte? Prozent. Okay, ich glaube, das kann ich nicht mehr verdienen, außer ich mache dann irgendwie was ganz falsch. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Mit dem Abstand, den ich habe. Und irgendein Motorradfahrer ist dort irgendwie ganz falsch. Wenn man so die Minimap sieht. Oder er cheatet, kann auch sein. Ich sehe gar niemanden mehr hinter mir. Das finde ich gut. Der Trainer hat sich wohl verfahren. Oder hängt fest. Gleich 80% erledigt. Junge! Wenn die Polizei kommt, muss man Platz machen. Gleich 90%. Da ist ein Schrein. Hier wäre es mega fies gewesen, mit den ganzen anderen Leuten durchzufahren. Diese engen Straßen hier. Gleich habe ich es geschafft. 94%. Okay, ich glaube, die Rennen kann man nicht verlieren. Außer man stellt sich wirklich ganz schlecht an. Und da wären wir. Nice. Weishen 527. Bad Driver Lu, No Break Chu, Quick Zhang, Number One Zhu, Finger Lau, 20.000 Sting Motorrad. Nice.
Das war doch jetzt ganz gut. Aber ich überwachte gar nichts. Das ist ja langweilig. Vielleicht finde ich jetzt noch die paar Schreine wieder. Ich denke wohl eher nicht. Nee, sieht nicht so aus. Dann gehe ich nach Hause und speichere dort ab. War das jetzt mein Zuhause? Doch. Ja, doch, das stimmt. Das blaue Haus hat mich gerade verwirrt. So. Dann sind wir auch schon wieder zu Hause. Nach einem anstrengenden Tag. Ganz kurz zwei Leute einbuchten. Glaube ich, zwei sind's. North Point. Triadenaktivität. Der oder der, ich glaube wahrscheinlich eher der. Wenn er ihm etwas übergibt, dann ist es der Typ. Ein positive ID als Suspect. Yes. Sieht gut aus. Und dann gleich noch jemand, diesmal in Aberdeen. Oder? Er hat ihnen ja die Drogen gegeben. Also sollte es er sein. Gut. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute mit Sleeping Dogs. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dahin. Tschüss. Love is love. Adios.